Du versuchst schon jahrelang abzunehmen, hast immer mal Erfolge, aber auf Dauer klappt es einfach nicht. Du kannst deinen Körper einfach nicht so verändern, wie du willst. Das zieht sich quasi durch dein ganzes Leben. Dann bleib jetzt unbedingt dran. In diesem Video verrate ich dir, was du tun kannst, um das zu ändern. Hallo Athlet, mein Name ist Stan Schulze von Stan Schulze Personal Training. Auf meinem Kanal geht es mir darum, dir zu zeigen, wie du es schaffst, auch jenseits von 40 sehr, sehr geil auszusehen, extrem fit zu sein und wie du uralt wirst und immer noch sehr, sehr geil aussiehst. Die Widrigkeiten sind groß, wenn man abnehmen will, ich kenne das. Aber dein bisheriger Lebensstil hat zu deinem momentanen körperlichen Zustand geführt. Das kann man einfach nicht abstreiten, das ist so. Da rauskommen ist verdammt nicht einfach, denn jeder von uns hat einen vollen Tag mit Verpflichtungen, Familie und Beruf. Und Gewohnheiten sitzen so tief. Jeder, der schon mal versucht hat, ein paar Kleinigkeiten am Tag positiv zu verändern, weiß, wovon ich rede. Hast du schon mal ausprobiert, dein Mittagessen für den kommenden Tag am Abend vorzubereiten? Das klappt bei den meisten eine Woche lang, wenn überhaupt. Denn es braucht Zeit, das zu tun. Du musst die richtigen Dinge im Kühlschrank haben. Dann muss das Essen verpackt werden und nimmt dann nächsten Tag eine Menge Platz in der Tasche weg. Wer es schafft, sich dann besser zu ernähren, wird oft mit Hungerattacken geplagt auf die altbekannten Nahrungsmittel. Das hat viel mit Stress zu tun. Stress spielt eine wesentliche Rolle beim Zunehmen und Abnehmen wollen. Unter den stressigen Bedingungen des Alltags ist es für die meisten Menschen sehr schwer, auch noch eine Abnehmroutine einzuhalten. Der Weg scheint so mühsam und langwierig zu sein, sodass die einzelnen kleinen Schritte jeden Tag aussichtslos erscheinen. Hier eine gute Mahlzeit erkämpft, da ein kleines Training gemacht und trotzdem passiert nichts weiter auf der Waage. Die Anstrengungen sind im Verhältnis zum Erfolg, naja, nicht so befriedigend. Innere Dialoge, ach scheiß drauf, dann bin ich eben so, kollidiert aber immer wieder mit dem Wunsch, schlank und schön zu sein. Wie zum Beispiel Brad Pitt in Fight Club oder Daniel Craig in Casino Royale, wenn er auf den Bahamas aus dem Wasser kommt. Jeder würde gerne so aussehen. Und dieses immer wieder probieren und immer wieder scheitern hat mehrere Konsequenzen. Die erste ist, man gewöhnt sich eine Mentalität des Scheiterns an. Das ist fatal, hat man in Studien herausgefunden. Menschen gewöhnen sich ans Scheitern und machen sich dann nichts mehr daraus. Ja, weil eben immer gescheitert wird. Das ist dann eben so. Das ist mein größter Tipp in diesem Video. Gewöhne dir erfolgreich sein an. Beginne im Kleinen. Bringe Dinge immer zu Ende, egal was es ist und wenn es den Raum putzen ist. Mache dir eine To-Do-Liste für jeden Tag und arbeite sie ab. Jeden Punkt. Schreibe also nicht zu viel auf deine Liste, nur die Dinge, die du wirklich schaffen kannst. Wenn du das eine Weile machst, wirst du sehen, wie selbstwirksam du bist und erfolgreich Dinge zu Ende bringst. Die nächste Konsequenz, die nicht so schöne Konsequenz ist, wenn wir beim Abnehmen bleiben, ist, dass du Abnehmen als anstrengend und hart empfindest. Das ist nicht gut, denn du gehst dann immer mit einer negativen Einstellung an den nächsten Versuch. Ja, scheiße, wieder so ein Zeug essen und verzichten, aber irgendwann muss ich doch mal dahin kommen, wo ich hinkommen will. Ich brauche nur mehr Willenskraft und Disziplin und so weiter. Verzichten und durchhalten kann man mal machen, wenn man ein kurzfristiges Ziel erreichen will. Beispiel, als ich mich auf den Mr. Universe 2006 vorbereitet habe, wusste ich, okay, das sind jetzt 3 Monate Wettkampfdiät, die kriege ich hin, das ist überschaubar und am Ende kommt ja der Wettkampf, an dem ich gut aussehen will, so gut wie möglich. Danach kann ich dann mein normales Leben weiterführen. Außerdem wusste ich, dass alle anderen Athleten jetzt auch anfangen, eine Wettkampfdiät zu machen. Niemals hätte ich eine solche Ernährung und auch das Training für immer durchziehen können. Wenn du zum Beispiel mit Hunger zu tun hast beim Abnehmen, kann es sehr gut daran liegen, dass dein Körper nicht die richtige Menge an echten Nährstoffen bekommen hat. Du bekommst nämlich nicht nur dann Hunger, wenn du zu wenig Menge isst, also Volumen, sondern wenn Stoffe wie Vitamine, Mineralien und Mikronährstoffe fehlen. Auch dann, oder sagen wir lieber fast nur dann, bekommen wir Hunger. Warum hast du eine Stunde nach McDonald's wieder Hunger? Das Volumen war groß. Genau, weil du nichts außer Müll drin hast. Der Körper bekommt keine Nährstoffe und gibt dann das Signal Hunger, dass bei ihm etwas fehlt. Abnehmen ist dann anstrengend und hart, wenn du es falsch machst. Dann ist es hart, wie du zweifellos bereits bemerkt hast. Wenn du dich allerdings deinem Körper, deinem Ziel und deinem Geist nach adäquat verhältst, dann ist es leicht, das Fett abzubauen. Man muss also mit den Körperfunktionen arbeiten, wissen, was man tun muss, um an sein Ziel zu kommen.
Welche Nahrung, welches Training führt zum Ziel? Und wir müssen für die richtige geistige Einstellung sorgen, denn ohne die geht gar nichts. Ich lade dich herzlich zu einem absolut kostenfreien Gespräch mit mir oder meinem Team ein. In dem sprechen wir dann über deine ganz persönliche, individuelle Situation und was du tun kannst, um dein Ziel, deinen Traumkörper zu bekommen, zu erreichen. Ich verspreche dir, dass dir dieses Gespräch einen riesen Mehrwert geben wird. Ganz egal, ob du dann allein oder mit uns dein Projekt angehen willst. Nutze diese Chance. Wir sehen uns, bis bald und ciao.